Hallo und herzlich willkommen zum Celebrate-Gottesdienst, den 1.2023. Ja, die Reaktion finde ich toll. Ja, mich freut es, dass schon so viele Leute wieder da sind im neuen Jahr. Und ja, wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich will noch zu Anfang beten. Danke Gott, dass wir hier sein können und ich bitte dich, dass du voll aller Herzen aufmachst, dass du ja, uns heute voll begegnest, da wo wir es gerade brauchen, durch die Leute, die wir es gerade brauchen. Und ich bitte dich, dass du ja, heute voll die Begegnung schenkst, dass wir was Neues über dich lernen dürfen. Und ich danke dir für die Gemeinschaft und die Gelegenheit, heute hier zu sein. Amen. Wir starten heute in eine neue Themenreihe, und zwar Entfesselt Leben. Ich weiß nicht genau, was ihr vielleicht damit in Verbindung bringt mit Fesseln. Manchmal ist ja ein Film fesseln, dann ist das was richtig Cooles. Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Fesseln in eurem Leben, wo ihr sagt, das hält euch gerade von irgendwas zurück. Heute wird Roland Werner predigen über das Thema, wenn Gott sieht. Genau. Und ja, seid gespannt, was das mit den Fesseln zu tun hat. Und jetzt dürft ihr noch zu ein paar Bibelversen etwas hören, die euch vielleicht inspirieren und das Thema noch mehr mit reinbringen. Der Gott, der mich sieht, ist unser Thema und dazu hören wir jetzt ein paar Bibelstellen. Ich lese aus 1. Mose 6, die Verse 5 bis 12. Der Herr sah, wie weit es mit den Menschen gekommen war. Sie kümmerten sich nicht um das, was recht ist. Ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie geschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder ausrotten und nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere, die auf dem Land und in der Luft leben. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst geschaffen hätte. Nur an Noah hatte der Herr Freude. Noah war ein rechtschaffener Mann und lebte in enger Verbindung mit Gott. Unter seinen Zeitgenossen fiel er durch seine vorbildliche Lebensführung auf. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt. Keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Psalm 139. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort mir auf die Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so vollständig kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Stiege ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. Für dich ist auch Finsternis nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Lukas 19. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, wenn er vorbeizog. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Apostelgeschichte 9, 1-6. Unterdessen ging Saulus noch immer heftig gegen die Jünger des Herrn vor und tat alles, um sie auszurotten.
Er ließ sich vom obersten Priester Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Auch dort wollte er nach Anhängern des neuen Glaubens suchen und sie gefangen nach Jerusalem bringen, Männer wie Frauen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagte die Stimme. Doch nun steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Und zum Schluss aus Offenbarung 7. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass keiner sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron, um die Ältesten und um die vier mächtigen Gestalten. Vor dem Thron warfen sie sich zu Boden und beteten Gott an. Sie sprachen: Das ist gewiss, Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese Menschen in weißen Kleidern? Woher kommen sie? Ich antwortete: Herr, ich weiß es nicht. Du musst es wissen. Er sagte zu mir: Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes weiß gewaschen. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird sie schützen. Sie werden niemals wieder Hunger oder Durst haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Das Lamm in der Mitte des Thrones wird ihr Hirte sein und sie an die Quelle führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein frohes neues Jahr euch. Habt ihr das schon eurem Nachbarn gesagt? Sonst tut das doch jetzt mal gerade, während ich mich hier noch aufbaue. Oder auch der Person ganz weit hinten. Darf ich mal sagen, ihr sitzt sehr, sehr weit hinten. Das würde mich freuen, wenn noch ein paar nach vorne kommen, dass man so ein bisschen, dass ich die Gesichter derer sehe, mit denen ich spreche. Also wer noch Mut hat, hier in eine der ersten drei Reihen zu kommen, ich lade dich oder euch ganz herzlich ein. Ich weiß, in der Kirche ist es immer sicherer, hinten zu setzen. Da ist der Heilige Geist nicht ganz so stark wie vorne. Aber wenn ihr doch euch traut und sagt, so, das ist ein mutiger Mensch. Dankeschön. Wie heißt du? Adrian. Fabian. Ich glaube, liebe, der funktioniert nicht. Da mache ich es in der Hand. Alles klar. Wir haben gerade verschiedene Lesungen gehört, die haben alle was mit dem Thema Sehen zu tun. Und das ist ja auch unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was heißt eigentlich Losung? Manche denken, das ist die Lösung und ohne das Ö, die Ö-Striche. Nein, es ist die Losung. Und das kommt aus der Militärsprache. Nämlich in der Militärsprache war es früher so, da konnte man im Nebel oder so nicht immer wissen, bist du Freund oder Feind. Und dann gab es so ein Losungswort. Das wurde immer mal wieder geändert, so ähnlich wie bei uns die Sicherheitscodes. Und das hieß dann irgendwie zum Beispiel Mickey und dann musste der andere sagen Maus und dann wusste man, man war auf der richtigen Seite. Hätte aber Donald und Duck gesagt, wäre er quasi von den Feinden gewesen. Und es gibt eine geistliche Gemeinschaft, der wir alle sehr, sehr viel verdanken. Das ist die Herrnhuter Brüdergemeinde, von der zum Beispiel dieser Stern kommt. Und vieles andere. Und der Graf Zinzendorf, der sie gegründet hat, mit seiner Frau Erdmute und einigen Freunden, hatte irgendwann die Idee, dass sie von Haus zu Haus morgens einen Boten schickten, der die Losung dieses Tages quasi den Leuten sagt und ihnen sagt, hey, das ist die Losung und dann wusste man was. Und so gibt es dieses Losungsbuch. Vielen Dank, Johannes. Jetzt funktioniert's. Klasse.
gibt es also dieses Losungsbuch und da gibt es für jeden Tag eine Tageslosung. Aber es gibt auch eine Jahreslosung und die Jahreslosung dieses Jahres ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Okay, die meisten haben den Test bestanden, die anderen werden am Ende dieser Predigt auch schon bestehen können. Diese Jahreslosungen werden übrigens nicht ausgelost. Die normalen Losungen werden auf so einer ganz großen Silberschale, wo mehrere tausend alttestamentliche Wörter drin sind, so immer unter Gebet und Flehen rausgeholt, immer schon für ein paar Jahre vorher. Dann wird der neutestamentliche Lehrtext dazu getan. Aber die Jahreslosung, die wird in einem ökumenischen Arbeitskreis, dessen Mitglied ich auch einmal war, festgelegt. Da war ich qua CVM Generalsekretärvorsitzender in diesem Arbeitskreis. Ich bin aber unschuldig an dieser Losung dieses Jahres. Das war schon meiner Zeit. Wie heißt die Losung? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und auf Hebräisch heißt es Atah El Roi. Sehen ist ja ganz, ganz wichtig, dass ihr mich jetzt seht, dass ich euch sehen kann, war mir jedenfalls wichtig. Das Baby sucht nach dem Blick, es sucht die Bestätigung. Und wenn unser Gegenüber immer nach unten schaut oder aufs Smartphone, dann fühlen wir uns nicht gesehen, wir fühlen uns vielleicht sogar missachtet, nicht ernst genommen, ignoriert und unwichtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass Prediger möglichst viel die Menschen anschauen, denen, zu denen sie sprechen. Dieses Sehen ist auch im aaronitischen Segen ausgesagt, den wir öfters hören in der Kirche, den wir sprechen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Genau darum geht es, dass er das Angesicht auf uns erhebt und dass er uns ansieht. Und Psalm 139, wir haben es vorhin schon gehört in der Lesung, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Erfahrung hat damals die Hagar gemacht, die das zuerst gesagt hat und mit diesen Worten ausgedrückt hat. Atah El Roi, die sprach natürlich Hebräisch. Doch was sich so glatt und korrekt biblisch anhört und so fromm und uns vielleicht auch sehr leicht vor den Lippen geht, ist ja eine Erfahrung in einer großen Krise, die diese Frau gemacht hat. Noch besser gesagt, es war eine lebensbedrohliche Situation. Hagar hat diese Aussage nicht in einer Anbetungszeit, in einem Gottesdienst gemacht, sondern als sie wirklich am Ende war. Davon berichtet 1. Mose 16 und ich werde das jetzt ein bisschen lesen nach der Luther-Übersetzung und das auch kommentieren. Und ganz am Ende habe ich dann meine klassischen drei Punkte ganz kurz zum Abschluss. Ich gehe jetzt durch 1. Mose 16, wer eine Bibel hat oder auf seinem Smartphone da reinschauen möchte, kann das tun, Genesis 16. Und ich gehe hier Vers für Vers vor. Sarai, später hieß sie Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Das war ein großer Makel, Kinderlosigkeit. Ich habe das im Orient öfters erlebt. Ich werde immer gefragt, wie bist du verheiratet? Ja, wie viele Kinder habt ihr? Keins. Dann gucken immer ganz, ganz mitleidig. Dann sage ich, ja, aber Gott hat es auch gut gemacht. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, habe ich mehrmals folgendes Angebot gehört, dass man sagte, das war ja im islamischen Raum, ja, dann nimm dir doch eine zweite Frau. Ja? Du musst ja nicht unbedingt jetzt deine Frau verstoßen, aber eine zweite Frau und dann kann auch die erste Frau mit den Kindern der zweiten Frau spielen. Also wir merken, es gibt Kulturen, es ist ein großer Makel, diese Kinderlosigkeit. Und so war es auch damals, aber diese Sarai, heißt es dann weiter, hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, das ist ihr Mann, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Wird jetzt nicht gesagt, ob es ihm schwer fiel oder leicht, oder es wird einfach nur, die Fakten werden hier nur genannt. Wir sehen also hier schon ganz früh diese Idee der Leihmutterschaft. Eine virtuelle Adoption, das lief wahrscheinlich so, dass dann, während das Kind dann kam, die virtuelle Mutter, die ja nicht die echte war, aber die gedachte, dass die sich unter die, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich gehen will in der Beschreibung, aber egal, unter die Gebärende setzte und dann wurde quasi das Kind, was geboren wurde, quasi von ihr geboren. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ihr könnt aber auch wieder die Bilder aus dem Kopf sofort wieder weglassen. Da nahm also Sarai, Vers 3, Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau.
nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Übrigens, vielleicht ist es euch aufgefallen, die Hagar wird in dem Deal nicht gefragt. Sie bestimmen einfach über sie, die beiden, die Sarai und der Abraham, so war das damals. Jetzt muss man die Bibel richtig lesen, die empfiehlt das ja nicht, sondern sie berichtet es nur, die Bibel. Sie beschreibt einfach, was gelaufen ist. Und ich habe mich gefragt, das, was hier wie so eine ferne Geschichte ausgeht, wie oft gibt es das eigentlich heute, dieses Thema Leihmutterschaft, wo zum Beispiel Frauen aus wirtschaftlicher Not ihre Gebärfähigkeit verkaufen, um ihre Familie zu ernähren, damit in reichen Ländern, die es sich leisten können, Menschen dann ein Kind bekommen können, was sie sonst nicht irgendwie kriegen könnten aufgrund der anderen Umstände. Dann heißt es Vers 4, er ging zur Hagar, die ward schwanger, als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Der Konflikt ist da. Auf einmal dreht sich die Sache um, die Hagar, die Magd, die Leibeigene, die Sklavin, die kann jetzt auftrumpfen, ich habe was, was du nicht hast. Ich kann was, was du nicht kannst. Ich kann ein Kind kriegen und du nicht. Und dieser Konflikt spitzt sich zu. Und jetzt, man merkt, es ist nicht nur der Konflikt zwischen Hagar und der Sarai, sondern es wird zu einem Konflikt zwischen Sarai und Abraham, weil im Vers 5 heißt es, da sprach die Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, das komme über dich. Eine nette Abendunterhaltung zwischen Eheleuten. Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun aber sieht sie, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei ein Richter zwischen mir und dir. Also da wird auch noch Gott in den Konflikt reingezogen. Hier ist echt Zoff zwischen im Hause Abraham und Sarai. Weil eben das passierte, was die Sarai eigentlich gewollt hat, aber die Kollateralschäden hatte sie nicht mitbedacht. Und der Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Das könnte man auch als Absage von jeder Verantwortung auf männlicher Seite jetzt nehmen. Er sagt, du kannst das machen mit dir, was du willst, ja? Ich guck weg, ja? Die ist jetzt in deiner Hand. Wenn du sauer auf die bist, kannst du sie schlagen, was auch immer. Und dann heißt es, da demütigte Sarai sie, sodass sie, die Hagar, vor ihr floh. Sie frage, was ist da wohl alles passiert? Wie sahen diese Demütigen aus? Waren die nur verbal? War das nur ein Schimpfen? Aber egal, wie es jetzt war im Einzelnen, wir sehen, es ist ein absolutes Chaos. Das, was wie eine Lösung aussah, wurde zur Quelle für einen ganz tiefen Konflikt zwischen Sarai und Hagar, aber auch zwischen Sarai und Abraham. Der gibt nach, er lässt Sarai freie Hand. Das Resultat, Stress auf allen Seiten. Und Hagar als das schwächste Glied in der Kette kann sich nicht anders helfen, als abzuhauen. Und zwar in die Wüste, ein wirklich lebensfeindlicher Ort. Sie lebten wahrscheinlich dort in der Halbwüste, in der Halbsteppe, aber jetzt geht es ab in die Wüste. Und in der Wüste überlebst du ohne Wasser keine 2 Tage. Ich habe selbst schon einige Wüstenwanderungen gemacht, da wird man sehr, sehr schnell durstig. Und irgendwann kann man nicht mehr. Und jetzt ist so in diesem Film, in dieser Erzählung so ein bisschen fast forward, da heißt es in Vers 7, aber der Engel des Herrn, den finden wir übrigens öfters im Alten Testament, ist ein ganz besonderer Engel, der die Gegenwart Gottes in besonderer Weise repräsentiert. Manche sagen, das ist quasi die vorweihnachtliche Repräsentation von Jesus, der sozusagen durch den Engel des Herrn ganz nahe kommt, wie immer. Ich weiß da jetzt nicht so viel drüber, die Bibel erklärt uns das auch nicht, aber wir merken überall, wo der Engel des Herrn spricht, ist es quasi Gott selbst, der redet, ganz, ganz deutlich. Der Engel des Herrn fand sie, die Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Schur heißt Mauer, dieser Ort war wohl die Ostmauer Ägyptens. Offenbar war Hagar, von der wir am Anfang gehört haben, vielleicht erinnert ihr euch, sie war eine ägyptische Magd, auf dem Weg in ihre Heimat nach Ägypten. Und
dort auf dem Weg hatte sie Gott sei Dank eine Wasserquelle gefunden. Hier trifft der Engel sie, dieser Gottesbote. Er spricht sie an und jetzt lese ich weiter, Vers 8. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Übrigens eine gute Frage, die du dir vielleicht am Anfang so des Jahres mal stellen kannst. Wo kommst du her und wo willst du hin? Könntest du das in drei Sätzen beantworten? Der Engel fragt sie eine ganz existenzielle Frage nach ihrer Herkunft, nach ihrer Vergangenheit und nach ihrer Zukunft, nach dem, wo sie hin will. So eine Jahresanfangsfrage. Sie antwortet nicht direkt, sondern nur indirekt. Sie sagt, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. In diesem kurzen Satz ist die gesamte Tragik ihres Lebens zusammengefasst, dass sie eine Magd ist, eine Leibeigene. Und das ist ja auf der einen Seite das Ausgeliefertsein, was sie jetzt so schmerzhaft erlebt hat, diese Abhängigkeit, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ihr Schutzraum, ihre Zugehörigkeit, ihre Versorgung, ihre Lebensgrundlage. Und sie benennt Sarai, also sie legt im Grunde alles offen und sagt, ich bin geflohen, ich bin abgehauen, ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht mehr. Wenn jemand abhaut, dann ist das sozusagen immer die letzte Möglichkeit. Einfach aus der Situation raus, einfach weg. Das ist ihre Antwort auch zum Engel. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, Vers 9, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ich sag mal, das ist eine harte Botschaft. Ja? Ich weiß nicht, wie glücklich Hagar mit diesem Wort Gottes war. Ob sie das wirklich hören wollte, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Was für eine Botschaften vom Engel des Herrn möchten wir denn gerne hören? So? Ich könnte mir vorstellen, dass wir lieber solche prophetische Botschaften hören, die uns bestätigen. Die uns trösten, okay, die uns vielleicht sagen, wie wichtig und wie toll und wie großartig wir sind. Aber würden wir wirklich sowas hören wollen, du geh zurück in die Situation, aus der du geflohen bist, nimm die Bürde wieder auf dich, lass es geschehen, stell dich in die Mühe deines Lebens hinein, nimm dein Schicksal an. Jedenfalls, das ist die Botschaft, die sie hier bekommt. Ich denke, ich mag lieber Botschaften, die mich bestätigen, die mir, statt die Wahrheit zu sagen, mich einfach so ein bisschen bauchpinseln. Doch, das ist Gottes Wort hier an die Hagar. Demütige dich unter Sarai, deiner Herrin. Und sogleich gibt der Engel des Herrn ihr aber eine Zusage, nämlich, dass Gott bei ihr sein wird, auch dort in diesem Abhängigkeitsverhältnis, so wie er hier in der Wüste in dieser Extremsituation bei ihr ist. Das werden wir gleich hören. Und der Gottesbote gibt Hagar noch eine weitere Zusage, der ihr ihren bleibenden Wert vor Augen führt, der ihren Horizont absolut erweitert. Er öffnet ihr den Weg weit in die Zukunft hinein. Da heißt es in Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Eine Situation, Kinderlosigkeit, der größte Makel, Nachkommenschaft, heißt Ruhm, Ehre, heißt Zukunft, heißt ja, dass man etwas hinterlässt in der Geschichte. Und das Interessante ist, dass diese Zusage an die Hagar identisch der Verheißung Gottes ist, die er der Sarai und dem Abraham schon vorher gegeben hat, bevor wir hier in Kapitel 16 einsteigen. Diese selbe Zusage an Abraham und Sarai, dass sie eine Nachkommenschaft haben, unzählbar wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer, diese selbe Zusage bekommt jetzt die ägyptische Magd Hagar. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Vers 11, siehe, du bist schwanger geworden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ishmael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Wenn man Hebräisch kennt, weiß man, Ishmael heißt, der Herr hat, Gott hat erhört.
Also er bekommt den Namen, der sozusagen sein Geburtsmarker ist, nämlich du bist eine Gebetserhörung. Du bist einer, der überlebt hat, weil Gott gehört hat. Er hat nicht nur gesehen, sondern er hat auch gehört. Und jetzt wird das etwas gesagt über diesen Ishmael, das ein bisschen außerhalb unserer normalen Welt Erfahrung ist. Er sagt, der Engel sagt, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Ich weiß nicht, wie viele Wildesel ihr schon getroffen habt. Seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand wird gegen ihn sein. Wow, was für ein Lebenskonzept, ja? Der wird immer Streit haben. So ein richtiger Streithammel, würden wir sagen, ein Wildesel. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Das finde ich auch einen unglaublich tollen Ausdruck. Jetzt wissen wir, der Ishmael ist der Stammvater der nordarabischen Stämme. Nicht alle Araber meiner Meinung nach, aber der Nordaraber. Das sind wilde Wüstenbewohner, die immer wieder ihre Macht gezeigt haben im Laufe der Jahrhunderte. Kriegerische Stämme, Beduinen, die geraubt haben. Und die Hagar, ich weiß nicht, ob die sich jetzt gefreut hat oder sagt, endlich, da kommt tatsächlich so ein Power-Typ hier aus mir raus und der wird richtig hier durchgreifen. Oder ob sie gesagt hat, geht es auch ein bisschen sanfter, weiß ich nicht. Sie wird auch wiederum nicht gefragt. Das ist die Zusage, aber die Zusage ist, dass er Bedeutung haben wird. Aber wichtiger als dieser äußere Erfolg und diese Bedeutung ist, dass auch auf dem Ishmael eine Gottesverheißung liegt und dass er, der Engel, auch durch den Namen, den der Ishmael bekommt, der Ishmael, deutlich macht, dass Gott selbst hier handelt. Gott hat gehört. Gott hat das Rufen, das Klagen, das Schreien der Hagar gehört. Da, wo sie sich ganz allein und ausgeliefert fühlte, ausweglos und abhängig, hat Gott die Sehnsucht und den Schmerz ihres Herzens wahrgenommen. Er hat sie gehört und er hat erhört. Und jetzt kommt Hagar noch einmal zu Wort und sie sagt in Vers 13, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist noch mehr als das Hören, er nimmt sie ganz wahr. Und er nimmt das auf, was sie an Sehnsucht in ihrem Leben hat. Dann sagt sie etwas ganz Interessantes, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Die Bibel lehrt, dass wir Gott nicht sehen können. Erst wenn wir in der Herrlichkeit bei Gott sind, als Erlöste, wenn er die Welt erneuert und wenn wir als Kinder Gottes, die Jesus aufgenommen haben, ihn sehen werden, dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Aber jetzt sehen wir nur wie durch einen Spiegel. Und wir sehen das zum Beispiel, als Mose sagt, Herr, ich will dein Angesicht schauen. Und Gott nimmt ihn auf den Horeb und auch den Elia. Sie können, doch Mose kann Gottes Angesicht sehen, aber sorry, Elia kann es nicht sehen. Gott sagt, ich werde vorbeigehen. Ich bin nicht im Feuer, ich bin nicht im Donner, ich bin nicht im Sturm. Aber wenn du ein ganz feines, leichtes Rauschen, ein Säuseln fast hörst, dann birg dich in der Felskluft. Weil ich gehe vorüber, aber wenn ich dann vorübergegangen bin, dann kannst du hinter mir hergehen, hersehen. Und das sagt die Hagar hier interessanterweise. Sie sagt, ich habe hinter dem hergesehen. Ich konnte ihn nicht direkt sehen, aber ich konnte seine Spur sehen. Ich konnte ihn da vorübergehen sehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man diesen Brunnen, wo sie war, den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ihr seht, das ist jetzt Hagars Erfahrung. Aus dieser Begegnung heraus kommt unsere Jahreslosung 2022. So hat sie Gott erlebt. So fasst sie diese unglaubliche Erfahrung zusammen. Du bist ein Gott, der mich sieht. In einer Welt, wo eine Frau wie Hagar leicht übersehen wurde, wo keiner nach ihr sah, lernte sie Gott so kennen. Er ist der, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für eine Verheißung. In Jesus ist diese Verheißung für uns alle in Erfüllung gegangen. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Das haben wir bei Weihnachten gefeiert. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Er sagt einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater.
Und wir kriegen jetzt, und das kürze ich jetzt ab, ich habe es mir aufgeschrieben, Matthäus 9 und auch Johannes 5, immer wieder Beispiele, und vorhin haben wir auch einige gehört, wo gesagt wird, dass Jesus Menschen angeschaut hat und angeblickt hat, dass er die Menschen gesehen hat, er fasste ihn, da heißt es zum Beispiel Matthäus 9, als er die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen, denn sie waren völlig am Ende verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Jesus ist der Gott, der uns sieht. Wenn du diese Erfahrung der Hagar machen willst, dass Gott dich sieht, dann schau auf Jesus, weil Jesus auf dich schaut, in seiner Liebe und in seiner Wahrheit. Johannes 5, da ist dieser Mann am Teich Bethesda und Jesus geht in dieser Menschenmenge der Kranken und Bedürftigen auf diesen einen zu. Und da heißt es, Jesus sah ihn dort liegen und stellte ihm die Frage, willst du gesund werden? Jesus sah die Menschen an voller Liebe und Barmherzigkeit und zugleich sah er bis auf den Grund ihrer Seele, so schaut er auch uns an. Er, Jesus, ist dieser Gott, der uns sieht. Ich habe jetzt drei kurze Punkte und ab dem zweiten kann die Worship Band schon nach vorne kommen, weil dann sind wir auch am Ende. Was nehmt ihr jetzt mit von dem, was ich gesagt habe? In der Offenbarung ganz am Anfang an dieses unwunderbaren Buches einer Gottesvision heißt es, dass Jesus Augen wie Feuerstrahlen hat. Er sieht auf den Grund der Dinge. Er sieht in Wahrheit und in Liebe. Das, was Hagar erlebte, das gilt für uns alle. Gott ist ein Gott, der uns liebt. Und das ist mein erster Punkt. Gott sieht uns in Wahrheit und in Liebe an, zusammen, beides. Nicht die rosarote Brille, sondern er schaut dich und mich an in Wahrheit und in Liebe. Er sieht das Schöne und das Schmutzige. Er sieht die Erfolge und die Fehler. Er sieht auch unsere Schuld und unsere Scham. Er sieht das, was schwer ist in unserem Leben. Aber er sieht auch das, was an Sehnsucht nach Gutem in uns ist und das Gute und die Gaben, die er in uns hineingelegt hat. Gott sieht uns in Wahrheit und Liebe an. Zweiter Punkt, Gott sieht uns zu allen Umständen und zu allen Zeiten. Das ist mir ganz wichtig und vielleicht ist das das Wichtigste, was ich dir heute sagen möchte. Unabhängig von unseren Gefühlen und Erfahrungen sieht Gott uns. Nicht jeder von uns wird wie Hagar in eine Wüste gehen. Sondern jetzt und morgen und an jedem Zeitpunkt sieht Gott uns. Er sieht uns immer, er ist uns immer nahe. Mach das nicht von deinen Gefühlen und von deinen geistlichen Erfahrungen und deinen religiösen Emotionen abhängig. Dieses Wissen im Glauben, dass Gott dich sieht und dass er in Liebe bei dir ist. Und das Letzte, Gott sieht uns durch Christus. Es gibt diese kleine Geschichte, Wilhelm Busch hat sie erzählt, er war ein Jugendpastor in Essen vor 100 Jahren. Er erzählte, dass er als Vikar bei dem bekannten Pfarrer Friedrich von Bodelschwing war in Bethel, der eine große Sozialeinrichtung mit vielen Menschen, die bedürftig waren, gegründet hat, mit Hunderten und Tausenden Waisen und viele bedürftige Menschen. Und er sagte, er war da in diesem Gesprächszimmer von Bodelschwing und in dem Vorraum saßen ganz viele Menschen, bedrückt, traurig. Und er sagt, wenn sie reingingen und nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach 2 Minuten, nach 20 Minuten kamen sie wieder raus, waren sie alle immer verwandelt. Und er sagt, was ist das Geheimnis, dass diese Menschen mit ihren Nöten zu diesem Pfarrer Bodelschwing gehen und dann verändert sind. Und dann erzählte er, dass er auch mit drin war und er sah, dass hinter den Menschen, wo die saßen, Bodelschwing ein Kreuz, ein Kruzifix angebracht hatte, sodass immer, wenn er auf die Menschen sah, er gleichzeitig Christus sah. Ein Bild dafür, dass wenn Gott dich sieht, dass er dich in Christus ansieht. Er sieht dich nicht alleine nackt dastehen, sondern du bist gehüllt in die Liebe Christi, du bist gehüllt in die Vergebung Christi, du bist gehüllt in die Gerechtigkeit Christi, die er für dich am Kreuz erworben hat, als er sein Leben, sein Blut für dich gegeben hat. Und so können wir sagen, du bist ein Gott, der mich sieht und so können wir in das neue Jahr gehen. Er sieht uns an in Wahrheit und Liebe. Er sieht uns an zu jedem Zeiten und er sieht uns an in Christus. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du wirklich solch ein Gott bist, der uns sieht
und dass wir in dem Blick deiner Wahrheit und deiner Liebe heil werden. Und wir bitten dich, dass wir auch lernen, Menschen mit deinem Blick zu sehen. Segne uns in diesem Jahr genau mit diesem Segen des Gesehenwerdens von dir und des Sehens in deinem Auftrag. Amen. Wir werden jetzt gleich Anbetungszeit haben und während der ganzen Zeit könnt ihr nach vorne kommen und wir haben hier eine Kerze hingestellt. Diese Kerze repräsentiert das Licht Gottes, der uns sieht. Und wir haben daneben viele andere Kerzen und die könnt ihr als solch eine Antwort entzünden an der großen Kerze. Manche sind vielleicht leichter zu entzünden, manche sind schwerer zu entzünden. Und könnt sagen in eurem Herzen, wenn ihr hier nach vorne kommt, danke Gott, danke Herr, dass du mich siehst. Du bist der Gott, der mich sieht. Und zugleich habe ich hier Bibelverse, Worte der Heiligen Schrift hingelegt in vielen verschiedenen Formen. Könnt euch gerne eine mitnehmen und als eine Art persönliche Ermutigung, vielleicht sogar als Motto für dieses Jahr für euch mitnehmen. Herzliche Einladung, jetzt gleich damit anzufangen, wenn wir singen, Gott ist gegenwärtig. Und jeder, auch die Techniker und die Musiker und wir alle sind herzlich eingeladen, uns zu beteiligen. Eine Kerze der Dankbarkeit und ein Wort der Ermutigung. Lasst uns gerne in dieser Gebetshaltung bleiben. Wir wollen Fürbitte halten. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du jeden Einzelnen persönlich siehst, der heute hier ist und auch die, die nicht hier sind. Gott, und ich bitte dich, dass wir das dieses Jahr wirklich mit uns nehmen dürfen, dass diese Jahreslosung uns begleitet, dass wir merken, hey, du bist hier, du siehst uns in all unseren Umständen und du bist liebevoll und gut zu uns. Gott, du siehst doch all die Jahresvorsätze, die wir uns vielleicht gemacht haben oder die nicht erfüllt wurden letztes Jahr. Und ich bitte dich, Gott, dass du da Frieden reinbringst und du uns zeigst, hey, was ist deine Vision für uns für dieses Jahr? Jesus, wir wollen dir auch die Politiker hingeben, ja, die ja Entscheidungen treffen für dieses Jahr. Und ich bitte dich, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen Klarheit gibst, dass du dieses Land führst, aber auch alle anderen Länder. Gott, du siehst, wie viele Krisenherde es gibt, wo Krieg herrscht, wo Naturkatastrophen sind. Gott, du siehst den Menschen, die gerade wirklich leiden müssen. Gott, du siehst auch alle verfolgten Christen, die wegen dir leiden, Herr. Und ich bitte dich, dass du da reinkommst mit deinem liebevollen Blick, dass du deine Wärme schenkst, dass du deine Nähe schenkst. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, in das Leid rein, und dass du es mitgefühlt hast. Und ich bitte dich, dass du den Menschen begegnest im Leid, dass sie sehen, sie sind nicht alleine. Gott, und ja, alles andere wollen wir in das Gebet legen, was du uns gelehrt hast, Jesus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft ihr euch noch einmal hinsetzen? Es gibt es nämlich noch ein paar Infos. Und zwar am 15.01. findet im Christhaus ein Tanzabend statt um 19 Uhr. Vielleicht waren welche von euch schon dabei. Ich leider noch nicht, aber es klingt immer nach sehr, sehr viel Spaß. Es können Standardtänze getanzt werden. Ihr braucht keinen Tanzpartner bringen. Es gibt auch andere Tänze, ob ihr alleine tanzt, zu zweit tanzt. Seid herzlich eingeladen, 19 Uhr, 15.01. Und es kostet 3 Euro Eintritt. Und jetzt darf ich Markus nach vorne bitten. Weihnachten liegt hinter uns und jetzt steht Ostern quasi vor uns, schon in wenigen Wochen. Und deswegen darf ich euch einladen, wir machen jedes Jahr als Christustreff eine Freizeit miteinander, also gemeinsam geteilter Urlaub in der Woche vor Ostern in Cuxhaven.
Und da dürft ihr gerne mit dabei sein. Aus allen Generationen werden Leute mit dabei sein. Ungefähr 200 Leute werden wir sein. Und weil man nicht so genau weiß, ob man jetzt Cuxhaven mit F oder mit V schreibt, alle anderen Häfen werden mit F geschrieben, Cuxhaven wird mit V geschrieben, haben wir die E-Mail-Adresse zum Anmelden ganz einfach gemacht. Wir haben den Hafen weggelassen. Meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt, bei cux@ct-mr.de in der Woche vor Ostern. Ich kann es sehr empfehlen. Ich war letztes Jahr auch dabei. Hammer. Und was schon nächste Woche stattfindet, ist die Allianz-Gebetswoche. Am Sonntag startet die mit einem Gottesdienst bei Tabor in der Ortenberg-Gemeinde um 10.30 Uhr. Also Christus wird kein Gottesdienst sein, aber alle gemeinsam wollen wir als Allianz, als einfach Christen zusammenstehen und im Gebet. Und ihr könnt euch online informieren unter der Allianz-Gebetswoche Marburg, was es für coole Angebote gibt. Es gibt echt viele Sachen, wo ihr beten könnt, ob morgens oder abends. Es gibt verschiedene Angebote, informiert euch gerne. Und im Rahmen der Allianz-Gebetswoche findet auch nächsten Donnerstagabend wieder der Celebrate-Gottesdienst statt. Und wir haben einen Gastprediger, und zwar den Robert Höppe, Pastor. Genau. Und ihr dürft gerne die Flyer, die vor euch liegen, mitnehmen. Für euch persönlich zum Andenken, aber auch um eure Freunde einzuladen, Verwandte einzuladen. Beim nächsten Mal dürft ihr gerne alle Leute wieder mitbringen. Und falls ihr denkt, oh krass, der Gottesdienst war mir irgendwie zu kurz, oder ich würde jetzt gerne noch gute Gespräche haben, ich habe das Thema bewegt, kein Problem. Wir gehen nämlich jetzt nach dem Gottesdienst noch gemeinsam ins Kontext. Das ist das Büchercafé vom Christustreff. Und da treffen wir uns so in 10, 15 Minuten hinten am Ausgang und können gemeinsam hinlaufen. Dort gibt es ein paar Snacks und Getränke und einfach noch gute Gemeinschaft. Und in der Zeit, in der ihr wartet, müsst ihr auch nicht nur stehen, sondern ihr könnt auch gerne noch beim Abbau helfen. Und jetzt darf ich euch noch den Segen zusprechen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.